Schnell, sicher und einfach zu bedienen. Genau das verspricht unser neues Verkabelungssystem PreConnect Octo, MDC und SN. Und was das im Detail bedeutet, schauen wir uns heute mit unserem Produktmanager Harald genauer an. Hallo Harald. Hallo. Herzlich willkommen. Das System verspricht ja 75% Zeitersparnis bei der Installation des Trunks in 19 Zoll Gehäuse. Wie genau berechnet sich denn diese Zahl eigentlich? Bettina, das rechne ich jetzt nicht vor wie der Mathematiklehrer, sondern das demonstriere ich an diesem Beispiel. Das System zeichnet sich aus dadurch, dass wir 4 Duplex-Ports, hier beispielhaft der SN, bereits im Werk mit Kupplungen versehen, 4 Portkupplungen und somit bei der Installation mit einer Steckung gleich 4 Duplex-Ports auf einmal stecken. Ganz einfach gemacht, richtige Nummer gesucht, an die gewünschte Stelle in der leeren Frontplatte eingesteckt, zack, erledigt. Rasend schnell. Verglichen dazu, herkömmliche Installationsweise, 4 einzelne Duplex-Stecker, Kupplungen in der Frontplatte, den richtigen finden, Schutzkappe abnehmen, Schutzstopfen aus der Kupplung nehmen, richtig einstecken, ohne ihn dabei zu verschmutzen. Und das Ganze 4-mal. Und hier eine Steckung zu 4 Steckungen, das ist die Zeitersparnis 75%. Also Zeit ist Geld, das heißt, es ist auch ein enormer Kostenvorteil natürlich, der dadurch entsteht. Jetzt heißt es ja auch, dass das System einen maximalen Schutz der Steckerstirnflächen bietet. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Ja. Wenn ich einzelne Stecker stecke, kommt der kritische Moment, ich muss die Schutzkappe abnehmen, aber jetzt ist Gefahrenverzug. Ich kann durch Berührung die Steckerstirnflächen verschmutzen oder sogar beschädigen, wenn ich sie von hinten in die Kupplung einführe. Und das ist hier schlicht ausgeschlossen. Keiner kann zu keiner Zeit an die sensiblen Stirnflächen der Stecker ran, sie berühren, beschädigen, verschmutzen. Das ist natürlich auch ein entscheidender Vorteil, jetzt gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Das heißt, wenn ich keine gelernten LWL-Experten vor Ort habe, was ja immer schwieriger wird, die zu finden, ist es natürlich von der Bedienung sehr einfach. Absolut sicher in der Handhabung. Ja. Beim Stichwort Fachkräftemangel würde ich gerne noch bleiben. Denn gerade bei Systemen mit so hoher Portdichte, in diesem Fall sind es ja, glaube ich, 128 Duplex-Ports pro Höheneinheit, kommt es ja auch immer wieder zu Portvertauschern. Kann denn unser System einen Beitrag leisten, Portvertauscher zu vermeiden oder die vielleicht sogar auszuschließen? Ja, kann sich jeder selbst herleiten. Wir stecken bereits die Ports in der richtigen Reihenfolge im Werk in die Kupplungen und man kann selbstverständlich den ganzen Block an die falsche Stelle in der Frontplatte stecken. Dazu gehört aber doch schon viel Kreativität dann dazu. Aber verständlich, wenn ich einzelne Stecker stecke und das bei dieser extrem hohen Portdichte, 128 Stück, dann ist die Gefahr, Portvertauscher der einzelnen Stecker zu machen, sehr hoch. Und das schließt dieses System aus. Also im Endeffekt auch hier wieder das Thema sehr einfach und leicht zu bedienen, eigentlich sehr intuitiv auch. Ja. Wie ist es denn jetzt eigentlich um die Servicefähigkeit von Systemen mit so hoher Portdichte bestellt? Wie funktioniert denn jetzt hier eigentlich der Port Breakout? Service, einer der 4 Duplex-Ports pro Block läuft nicht. Fehler kommen, also muss man mit optischer Messtechnik ran, Fehlersuche betreiben. Und dazu muss man die Strecke irgendwo aufmachen. Das kann man entweder direkt vorne am Panel tun oder wenn ich an den einzelnen Stecker an der Trankpeitsche ran muss, ziehe ich die Frontplatte und jetzt kann ich den, der eh nicht funktioniert, den kann ich problemlos entnehmen und daran kann ich jetzt Service machen. Die anderen 3 sind weiterhin in Betrieb, sind nicht beeinflusst. Das heißt, auch für Spine-Leaf-Architekturen ist das eigentlich eine tolle Lösung. Spine-Leaf-Vorteil für Spine-Leaf-Architektur ist hier erklärt,
durch den Aufbau, dass an diesem Octo-Vierer-Block die einzelnen Duplex-Ports direkt hier wegführen, können Spinaleaf-Architekturen so aufgebaut werden mit einzelnen Patchkabeln, kann ich die einzelnen Duplex-Ports in ihre Richtungen wegführen. Ein großes Thema ist ja auch immer wieder der steigende Bedarf an Portdichte. Welchen Beitrag leistet denn jetzt unser neues Verkabelungssystem eigentlich, um die Portdichte weiter zu erhöhen? Auch hier selbst erklärt, ich will sprich mehr als 1000 Worte. Leiten wir es von unten her, LC Duplex, heute populär, maximal möglich mit LC Duplex, vier Reihe Aufbau, 96 LC Duplex Ports pro Höheneinheit, dann ist physikalisch Ende. Und hier SN, NDC, die 128 Duplex-Ports auf einer Höheneinheit sichtbar. Das ist die Portdichteneffizienz, die damit erreichbar ist. Und damit eigentlich auch ein Beitrag für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im Rechenzentrum. Ja, man kann sich das so herleiten. So hochdichte Panel brauchen weniger Platz im Rack. Somit wird am Ende weniger der wertvollen, teuer gekühlten Fläche im Rechenzentrum benutzt. Das fördert die Energieeffizienz und leistet somit einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit von Rechenzentren. Alles in allem bietet unser neues Verkabelungssystem Preconnect Octo, MDC und SN somit eigentlich nicht nur ideale Funktionalitäten, sondern auch einen erheblichen Beitrag für mehr Kosten-, Zeit- und Portdichteneffizienz. Vielen Dank, Harald, für die spannenden Einblicke. Vielen Dank für die zielgerichteten Fragen, Bettina. Danke. Bis zum nächsten Mal.